Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild in Part 74. Wir sind immer noch in der ersten Schwertprüfung, so viel zu dem Thema, jede braucht ungefähr zwei. Oh, okay, jede braucht ungefähr zwei. Das kommt hin. Oh, jetzt habe ich es übersprungen. Man hat jetzt diesen Raum nochmal gesehen, wie es so runtergescrollt ist. Und ja, wir befinden uns hier in... Wie heißt dieser Ort hier? Kann man das irgendwie noch sehen? Nein. Kann man hier runterfallen? Offensichtlich. Okay, gucken, was passiert. Okay, man spawnt einfach wieder hier oben. Stellt euch mal vor, ihr hättet kein Leben mehr und würdet hier runterfallen. Das wäre witzig. So, hier haben wir jetzt unser Master Sword in dem Sockel. Sieht doch echt geil aus mit den anderen Podesten. Das sind die beiden für die anderen beiden Prüfungen. Und wir werden jetzt dieses leicht verstärkte Schwert herausziehen und werden aus dem Dungeon heraus teleportiert, vermutlich wieder in den Wald. Wo uns dann entweder jetzt der Dekobaum irgendwas sagt oder irgendwer irgendwas sagt. Auf jeden Fall wird unser Masterschwert jetzt um 10 Angriff stärker, das sehen wir gleich. Da bist du ja wieder. Du wirkst stärker als zuvor. Das Masterschwert sollte nun ebenfalls über größere Stärke verfügen. Sie hat jetzt, nach der Prüfung des Schwertes ist sein Licht stärker geworden. Wir haben jetzt 40 Damage. Wenn du noch mehr Stärke suchst und dich der Prüfung erneut stellen willst, dann stecke es zurück in den Sockel. Ja, wie bereits erwähnt, es gibt insgesamt 3. Und wenn wir uns jetzt hineinstecken wollen, dann fragt er mich, welche Prüfung wir machen wollen. Und deswegen habe ich eben so fahrlässig einfach mal reingesteckt und gesagt, okay, go. Was wir jetzt aber als erstes tun wollen ist, ich meine, wir können hier sowieso nichts machen. Aber was ich tun möchte ist erst einmal, haben wir auch einen mit plus 2, plus 4, plus 1, plus 1, dann nehmen wir den plus 4. Und wir nehmen unser Damage-Essen, was 30 Minuten hält. Fügen das als Effekt hinzu und gehen jetzt in die fortgeschrittenen Prüfungen. Soweit ich weiß, müsste der Effekt jetzt eine halbe Stunde halten. Das wäre zumindest für diesen Part sehr gut, dann hätten wir das erste schon mal alles hinter uns gebracht. Also die ersten paar Bemühungen, bis wir dann wirklich Waffen und ja, vielleicht sogar schon Rüstungsteile haben. Bis wir dann entsprechend auch ohne den Damage-Buff klarkämen. Vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, gleich wie eben nochmal Damage-Food herzustellen. Ich meine, wir haben es jetzt nicht gebraucht im letzten Part. Wir haben nur das Rüstungsset sicherheitshalber reingeschmissen. Aber ja. Auserwählter des Schwerts, im Namen der Göttin Hylia sollst du dich der Prüfung stellen. Es fehlt dir noch an Stärke, um das wahre Licht des Masterschwerts zu entfesseln. Schon wieder. Überwinde alle Fairnisse dieser Städte, um deinen Körper und deinen Geist zu stählen. Dies ist ein Ort der Illusion, der gewöhnlichen Welt entrückt. Was auch immer dir hier in die Hände fällt, wird sich in Luft auflösen, nachdem du in deine Welt zurückkehrst. Das wissen wir. Auserwählter des Schwerts, überwinde die Prüfung und entfessle sein wahres Licht. Das habe ich vor. Okay, der Damage-Buff zählt. Wir gehen jetzt hoch. Holen uns hier diesen Bockstock weg. Nein, 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 das hatte ich nicht geplant. So, das wollte ich eigentlich tun. Jetzt nehmen wir die Axt und kloppen hier die Eisenblöcke kaputt, was keinen Sinn macht. Okay, hier sollte ich vorsichtig sein. Das möchte ich eben gerade nehmen. Und hier hinstellen. Damit wir hier die
Pfeile nehmen können. Den Bogen habe ich jetzt leider nicht bekommen, das war blöd. Okay, und da kommen wir so nicht ran. Die haben uns aber noch nicht gesehen. Das bedeutet, ich werde den für mich gefährlichsten als erstes ausschalten. Oh, das klingt nach einem Elementarpfeil. Puh. Nein, 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 nein. So. Okay, der hat den Bogen genommen. Oh, das gibt's doch gar nicht, was er für eine Range damit hat. Okay. Okay, du lässt den Bogen fallen. Oh, ein Soldatenbogen auch noch. Das ist sehr gut. Okay, die sind alle fertig. Da lagen noch Feuerpfeile, glaube ich, drin. Und da hinten liegen noch Holzpfeile. Die möchte ich gerne alle noch mitnehmen. So, das war sehr gut. Stimmt, hier hinten. Jetzt möchte ich gerade fix diese Plattform in Brand setzen. Damit eine hoffentlich sehr gute Kiste runterfällt. Was haben wir hier? Noch ein Bogen. Das ist gut. So, wir machen hier jetzt aber schnell weiter, keine Zeit verlieren, weil unser Damage-Buff ist aktiv. So, noch mehr Wind. Wind finde ich gut, da oben ist ein Feuermagi. Der hat mich auch schon gesehen. So. Was haben wir hier noch? Da unten sind noch Goblins. Einen Bogen hätte ich gerne. Pfeile. Oh fuck. Das Wirbeln will ich nicht, das kannst du knicken. Okay. So, weil seine Feuerwaffe will ich nämlich gerne haben. Es kann sein, dass wir die später noch brauchen. Ich weiß, es gibt irgendwo in einer dieser Prüfungen auch ein Eisgebiet. Jetzt gucke ich aber gerade nochmal nach etwaigen Kisten, ob hier irgendwo noch was ist. Da ist noch was. Ah, okay. Der Aufwind hilft auch dieser Kiste, wie es scheint. Eisvogelschwert, das ist sehr gut. So, weiter geht's. Noch ein Windgebiet, ganz viele Gegner, die man mit Bögen abknallen kann, wie es scheint. Ich werde mich erstmal hierhin verziehen. Oh mein Gott! Ich verstehe. Ah! Okay. Das klang nach Elektropfeilen, aber ich habe...
Starke Exhallanze. Exhallanze mit einer Spitze, die der einer Harpune ähnelt. Okay. Na gut, ich möchte aber hier auf jeden Fall noch ein bisschen looten, auch wenn es Zeit kostet. Aber hier sind eine Menge Kisten und sowas gewesen, die alle geilen Scheiß beinhalten können. Stachelbockbogen, Elektropfeile. Oh, was zum Kochen, Bombenpfeile, einen guten Schild. Ein Duo-Exhal-Bumerang, meine Fresse. Noch mehr Pfeile. Okay. Das war's. Dann ein neuer Raum. Ich sehe noch keine Gegner. Doch, da oben ein Wächter. Das dauert eine halbe Stunde. Ich nehme eine andere Waffe dafür. Das dauert auch eine halbe Stunde. Die haben nur 500 Leben und mit unserem Damage-Buff ist das gar nicht so schlecht. Da oben ist noch eine Kiste, die würde ich gleich gerne mitnehmen. Okay, klar, Loot brauche ich gar nicht drauf zu warten. Oh, das war's schon. Okay, das war einfach. Der kommt schon so runter. Oder auch nicht. Gut. Schmerzen. Ein Ritterschild. Oh, das ist sehr gut. Okay, warte, wir gucken gerade mal. Ich habe meine Holzfäller-Axt noch da. Pfeile. Noch mehr Pfeile. Da hinten sind noch zwei Kisten. Noch mehr Pfeile. Da ist nichts mehr. Explosionsfässer, die wären noch ganz nett gewesen. Okay. Schön wäre es gewesen. Oder spawnt die nochmal? Nee. Okay, weiter geht's. Oh, ein Checkpoint-Raum. Da müssen wir uns hier ranhalten. Ich möchte die Fee trotzdem immer haben. So, das ist die einzige, die es hier gibt. Dann schnappe ich mir jetzt den ganzen Kleinkram hier. Fackel ist auch wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Hyrule-Barsche. Auch immer gern gesehen. So, dann machen wir hier die Kisten auf. Noch mehr Pfeile. Mein Gott. So, haben wir noch eine Zweihandwaffe. Nein, aber der Bumerang sollte stark genug sein. Oh, da ist noch eine Axt. Krogfächer. Hat sich als sehr nützlich herausgestellt beim letzten Mal. Man weiß nie, wie es jetzt kommt. Apfelrute. Holzbündel. Ich meine, warum nicht? So. Dann wollen wir mal gerade gucken, was wir hier in den Kisten haben. Als erstes ein Falkenbogen. Sehr gut. Eine Hose. Das ist gut. Drei Defense nimmt man gerne mit. Und eine Ritterschwert. Das habe ich auch immer gern dabei. Noch eine Rute, man weiß ja nie.
hier wäre nichts drin. Alles klar. Wichtig ist, was mir schon mal passiert ist, was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass man vergisst zu kochen. Das wäre nämlich fatal. Zumindest in einigen Situationen. So, Spurtlotus und Spurtling können wir zusammenmischen. Mit einem Edelwild, einem Fisch und einem Apfel. Ein schnelleres Movement für den Fall, dass wir das brauchen sollten. Ausdauerling können wir nicht unbedingt kombinieren. Schwertbanane haben wir auch nur eine. Das ist alles sehr meh. Mäsch. Rüstlinge können wir beide nehmen. Dann nehmen wir das Geflügel noch mit. Das hier und ein Fisch. Einen leichten Abwehrteller. Hm. Besser haben statt brauchen. So, ganz viel Fleisch und eine Damage-Banane. Leichten Angriffsbuff. Den wir wahrscheinlich nicht gebrauchen müssen. Vielleicht, hoffentlich, weil wir hier so viel Zeit übrig haben. So, Ausdauer. Warum nicht? So, der Ausdauerfrüchtekorb oder so gibt es das jetzt bestimmt. Kochobst, stimmt. So, okay, wir haben alles. Weiter geht's. Wichtig ist, dass wir die Fee gekriegt haben. Weil das kann wirklich Probleme geben. Oh. Okay. Dafür wahrscheinlich die Fackel. Gut, dass wir die haben. Da sind Feuerkies. Ganz viele sogar. Okay. Wow. Okay. Oh, das war's schon. Sehr gut. Dann gucken wir hier gerade nochmal nach Kisten. Für den Fall, dass es hier irgendwas gibt. Sieht nicht so aus. Okay, dann gleich weiter. Gleich weiter, keine Zeit verlieren. Was wir schaffen, schaffen wir. Und hinterher müssten wir gut genug ausgerüstet sein. Oh je, ein Monstercamp im Dunkeln. Ich raste aus. Oh nein, irgendwas hat sich gerade verabschiedet. Oh shit. Okay, der hat uns gesehen. Ich sehe leider gar nichts. Klingt nach Exalfoss. Ich würde ungerne gegen die kämpfen. Okay, da. So, ich kann hier leider wirklich gar nichts sehen. Das ist echt blöd. Okay, wie ist er gestorben? Naja, nicht drüber nachdenken. Grillsachen, eine Fackel, meine Waffentasche ist voll. Oh ja, stimmt, meine Waffentasche ist voll. Aber ich habe hier gerade eine schöne Holzwaffe gefunden, eine Holzlanze. Waldlanze mit Angriffskraft plus sogar. Dann nehmen wir die doch mal. Okay. Starker Exalbogen, 25, eine starke Exallanze, ein Feuerschwert habe ich, wollte ich gerade sagen, auch schon gesehen hier. Noch eine Fackel brauchen wir nicht. So. Oh, das war's, was ein Glück. Okay, es wird hell, heller.
Das ist sehr gut. Dunkelheit ist ja ganz nett, aber in den meisten Fällen finde ich es kacke. So, hier ist aber wahrscheinlich nichts mehr. Der hatte jetzt auch gerade keine Waffe mehr bei sich oder sowas. Nee. Gut. Dann wollen wir uns doch mal mit dem Arsenal, was wir gerade haben, einfach auf den Weg machen. Ich finde es, muss ich gestehen, echt gut, was wir gerade schon an Waffen haben. Ah, oh, noch mehr Dunkelheit. Bitte nicht irgend so ein Hinox-Kampf im Dunkeln. Das wäre jetzt echt gerade wahr. Okay. Wow, okay, dieser Raum ist größer als gedacht. Ist noch eine Fackel. Okay, das war. Okay, das ist eine gute Strategie, das gefällt mir. Knochenbockkeule, die hätte ich aber gerne. Die zerbricht eh gleich. Soldatenschild, Knochenbockkeule, die will ich haben. Soldatenschwert nehme ich auch auf jeden Fall mit. Schmeißen wir die Fackel noch mal raus. Obwohl, eine Fackel brauchen wir. Wir brauchen den Krogfächer wahrscheinlich nicht. Waldlanze, das war ja die, die ich. Oh nein, ich wurde gesehen. Wow, okay, das war cool. Meteorstab brauchen wir nicht. Aber hier möchte ich mich gerne noch ein paar Sekunden umgucken. Einfach, weil man ja gerade gar nichts gesehen hat. Und hier könnten überall irgendwie Kisten oder sowas sein. Okay, es war aber gut, dass ich da Highground gegangen bin. Das hat mir echt, glaube ich, den Arsch gerettet. Zumindest so ein bisschen. Schwertbanane. Und so weiter und so weiter. Hier kann man noch das Grillwild mitnehmen. Apropos, ich möchte gerne mal so ein Krams essen hier. Einfach um ein bisschen mehr Leben zu haben. Gibt mir eine gewisse Sicherheit. Trotz der Rüstung, die wir haben, ist das natürlich nicht ausreichend. Auf lange Sicht. So, Kopffächer war hier. Okay, das müsste es gewesen sein. Da oben. Ah, Mist, da war ich noch nicht. Kurz gucken. Ne, das wäre auch nur High Ground. Alles okay. Ah, noch mehr Dunkelheit. Kann das bitte aufhören? Ich höre Wächtergeräusche, glaube ich. Es ist wahrscheinlich nur der eine. Ah, Mist. Der Raum ist hell, das heißt, wir sind fertig. Diese ganzen explosiven Fässer. Ganz ehrlich, ich finde die ja gut, dass sie die hier hinstellen, ne? Aber ich persönlich bin ja jemand, der verkackt es gerne mal. Ich würde mich mit den Teilen nur selbst hochjagen. Das wäre mir einfach nicht geheuer.
Sonne. Wollen wir gleich mal weitermachen? Einen Raum machen wir noch und dann beenden wir den Part. Bitte sei nicht dunkel. Scheiße. Hinox. Na klasse. Liegt hier wahrscheinlich auch mitten im Raum. Der hat einen Elektrostab in der Hand. Okay. Na gut, dann... Autsch. Okay, das war nicht gut, das habe ich nicht vorhergesehen. Ah, ich will keine extra Effekte nehmen. Also nehme ich das hier. Okay. Das war gut. Ritterbogen. Hier liegen noch mehr. Ritterschwert und dieses Elektroteil. Mal kurz gucken. Ah, wir haben so viele Waffen. Das brauchen wir nicht. Den Meteorstab brauchen wir eventuell noch. Das brauchen wir nicht. Das Ritterschwert mit und diese Elektrowaffe. Blitzstab. Im Stein des Stabs sollen die grellsten Blitze des Hyrule-Gebirges versiegelt sein. Er schießt 3 Elektrokugeln auf einmal, zerspringt aber, wenn seine Magie versiegt. Okay, komm, wir gucken mal. Ich glaube, wir müssten jetzt wieder in einem Checkpoint-Raum landen. Sehr gut. Hier möchte ich als erstes die Feen einsammeln. So, da wir das erledigt haben, sehen wir uns im nächsten Part wieder und gucken dann, was wir hier in den 3 Kisten haben. Ein paar Sekunden haben wir noch. Oh, Schwertbananen noch. Ich hatte ja eben noch welche gefunden, eine oder so. Jetzt brauchen wir hier aber gar nicht so viel. Ich glaube, hier wächst auch nichts mehr. Was mich interessieren würde, irgendwo... Oh, Fittlinge, das ist gut, aber... Brauchen wir eigentlich gar nicht. So viel Ausdauer verbrauchen wir nicht. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man hier nicht so super vorbereitet wie wir reingeht, dann kann auch das Ausdauer-Food schon sehr hilfreich sein. So, noch einer. Okay. Gut, dann koche ich mal offscreen für uns die Sachen fertig. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Ich mache jetzt hier erstmal einen Pause-Screen, damit unsere Zeit nicht abläuft. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr dem Ende des letzten Schrein und dem Anfang dieser Prüfung, besser gesagt, beigewohnt habt. Macht es gut. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns und tschüss.